herzlich willkommen bei Ochis Dschungelcamp. So, es ist dann soweit. Langsam ist das Dschungelcamp am Ende angekommen. Und wir bauen es jetzt gerade komplett wieder ab. Ich kann hier mal gerade zeigen, das ist die Stelle, wo das Sofa stand. Da ist schon alles wieder so, wie ich es vorgefunden habe. Bis auf, dass die Blätter da jetzt weggekehrt sind. Da kommt der Wind und hilft mir. Und hier bauen wir gerade die Höhle ab. Die wird aber zusammen, also es bleibt zusammen hinten in der Scheune stehen, sodass man sie irgendwann irgendwo wieder aufbauen kann. Stellen wir einfach noch so ein bisschen die Kamera hier hin und so ein bisschen zugucken, wenn ihr Lust habt. Hoffe, das tut's so. Lass schon ein bisschen Musik dazu laufen oder so. Da ist der Tommy, der Herr der Friederschmiede. Ich sehe gerade, das haben wir verkackt. Ich weiß nicht, wann es umgefallen ist. Eben hatte ich noch geguckt und hatte gedacht, sieht gut aus. Habe ich aber nur geguckt, ob das Bild sichtbar ist und nicht, was das Bild zeigt. So, ein bisschen in die Schwitzen gekommen bin ich. Und Thomas meinte gerade, so lassen wir das stehen. Also nicht den Kram da hinten, den tragen wir jetzt noch weg. Das war das alles. Erstmal da angesammelt. Aber hier, er meint, ich will die Bauchenergie hier gerade nicht ganz weg haben. Bleibt das Konstrukt, das Temple of Love and Respect. Wir haben jetzt zwei, fast drei Wochen ein richtig tolles Zuhause war. Übermorgen wären es genau 3 Wochen gewesen. Auch wenn ich mit der Show ein bisschen später angefangen habe. Aber das ist der Ort, den ich vor 5 Wochen hier gefunden habe. Und gesagt habe, wow, hier fühle ich mich wohl. Hier könnte ich ein Weilchen bleiben. Und dann ist das ja tatsächlich auch so gekommen. So, jetzt gleich kommt die Melli mich abholen. Und dann wird es ein bisschen anders weitergehen. Wie? Das zeigen wir dann. Wissen wir selber noch nicht genau. Aber es wird auf jeden Fall um die Floatology gehen. Und es wird um The World Becomes One, Ubuntu, Les 2020, eins mit allem gehen. Und vor allen Dingen, dass es uns gut gehen lassen und einen Haufen Spaß bei der Sache haben. Ich wünsche euch was. Ich habe gerade die Hände voll, deswegen kann ich euch den Friedensfinger diesmal leider nicht mitgeben. Ihr wisst selber, wie er aussieht. Zeigt ihn euch einfach selber und fühlt ihn und seine Macht. Und dann geht in Frieden und bis in Kürze. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Wir haben noch einen Schiffstag.